Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Die Nebenoperationen, die haben wir ja jetzt da alle quasi absolviert. Und jetzt müssen wir uns um die Hauptmissionen kümmern. Da haben wir nämlich die Nummer 17. Rettung der... was war das? Informationsagenten. Das ist unser Einsatzgebiet. Da haben wir zwei Landezonen. Nehmen wir einfach einmal eine. Ausrüstung auswählen. Naja, was nehmen wir da? Ausrüstung auswählen. Gegenstände, Hauptwaffen. Nehmen wir mal die Tigerstreifen einmal weg. Da war doch irgendwas von wegen. Schleichanzug, was macht das? Schnellere Gesundheitswiederherstellung. Die Schrittgeräusche eliminieren und noch bessere. Ja, den probieren wir mal aus, weil den habe ich nämlich gerade entwickelt. Kopfoptionen gibt es nicht. Gibt es noch nicht. Gut, dann sagen wir Mission starten natürlich am Abend und ich nehme D-Dog mit, weil wir sollen ja die Gefangenen rausholen und für die Entdeckung von Gefangenen, die wahrscheinlich irgendwo in einem Haus liegen oder irgendwie halt nicht öffentlich einsehbar, ist halt natürlich D-Dog besser, weil der schnüffelt die trotzdem, wobei Quiet die halt dann sehen muss. Ich war vorher in der freien Bewegung schon in der Gegend. Episode 17, Rettung der Informationsagenten. Rufen wir uns mal die Einsatzbesprechung an. Two of our intel team members are being held captive by the PF in that area, the CFA. Your job is to rescue them. They don't have long to live. It appears that one of our two men has broken out of the encampment and is on the run. They contacted us to say he was surrounded. That's the last we heard from him. Your map is marked with a predicted field of vision based on where his transmissions cut off. The other man is still captive inside the encampment. Boss, rescue our men. Extract them both and get them back to Mother Base. Na, da müssen wir uns wieder mal beeilen. Wir wissen ja nicht, wie lange die noch zu leben haben. Also nehmen wir mal die Beine in die Hand. Wir haben ja schon zwei gelbe Markierungen. Was auch immer uns dort erwarten wird. Ich höre ein Fahrzeug. Kümmere mich jetzt aber mal nicht drum. Ich schaue, dass es so schnell wie möglich ist. Oh, da haben wir den ersten. Da haben wir den zweiten, ist wieder 2 Minuten. Operation. Wieso das hier? Boss, a man you extracted gave us all the intel he could. Now we know exactly where other agent is being held captive. And he brought back intel on the CFA. That deserves a raise. Check it on your iDroid. The map has been updated. Na, ich schätze mal beim zweiten gelben Viereck wird das sein. He's coming too. Roger that. Analysis complete. Analysis complete. It's got good visibility and not many places to hide. Use the landscape wherever possible. Oh.
hinten ist der. Ich hoffe, die Markierung stimmt noch. Ich will jetzt gar keine Zeit verschwenden. Dog, bitte markier, was das Zeug hält. Na? Ins Gesicht, erkenn mich! Ah, fuck you. Das ist nicht normal. Ah, ich hab ihn. That's him. That's the target. He's injured. Looks half-starved too. There's no way he can stand the shock of a Fulton extraction. Get him out by chopper. Okay, mach mal. So, da müssen wir mal einen Hubschrauber holen. Da ist er gleich da in der Nähe. Gibson, you think where are we? The poor bastards from Massa Village Road. So, dann schießen wir den auch noch raus. Wir können ja alles brauchen auf unserem Motherbase. Ich bin so schon wieder so abgespannt. Ich hoffe nur, dass Pigwatt nicht abgeschossen wird, weil die Landezone ist verdammt noch an der Basis. Es ist echt der Hammer. Ja, Pigwatt, pass lieber auf. Na schau, die schießen schon auf die. So, rein. Komm, Didi! Ja, komm, steig auf, Pigwatt. Oh, das war mal eine relativ zügige Mission. Was sagt ihr dazu? Keine Ahnung, wie lange haben wir jetzt gedacht. 9 Minuten, 10 Minuten. Good work. Extraction arrived at Mother Base. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. Ooh, the specialist. Ja, das sind 300.000 GMP. Ich muss einmal anfangen, wirklich kontinuierlich fett zu entwickeln. Das kann es ja nicht sein. Wir müssen jetzt eine Waffe nach der anderen entwickeln. Und wenn es nur ist, damit sie entwickelt ist. Wir wollen ja irgendwann einmal ein 100%iges Game haben, oder nicht? So, Belohnungen, was haben wir da? Was ist denn das, bitte? Herzringflügel? Okay. Naja, vielleicht macht sich das ja doch jemand an sein Banner. Ja, Fertigkeiten, Großmaul, ganz toll. Ja. Schnell rein, schnell raus, das war die perfekte Mission.
So, der Gesamtfortschritt 32%. Mission list updated. There's a PF commander who's been talking big about getting into the nuclear arms trade. This could be connected to that yellow cake. Okay. And there's another contract I'd like you to handle. It's a wet job, but we need to divert Cypher's attention. Check the mission list for the details. Was, wir sollen einen Auftragsmord machen? Da bin ich doch dabei. So, Herausforderungen. Gucken wir mal, Missionsaufgabe. Fahrer des Transport-LKW ausgeholt aus der Mission 17. Oh, das war eine Aufgabe, gut. Mit A abgeschlossen. Ja, haben wir. Und mit S abgeschlossen, haben wir ebenfalls. Dafür gibt es also 4x A und 4x A plus. Klasse, wir haben jetzt 3,7 Millionen. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen was entwickeln. Waffen, Gegenstände. Und jetzt da schmeißen wir uns einmal da rein. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und entwickeln einmal die Sachen, die halt irgendwie cool sind. Das da zum Beispiel. Das ist doch ein Schallschützengewehr. Ja. Dann das nochmal. Das. Development project has been added. Ja. Dann nochmal das. Die Brennen. Da haben wir 440.000 gleich auf einmal rausgehauen. 220. Auch gut. Jetzt haben wir noch. Ja, 2.333.300. Soll uns das irgendwas sagen? Ja, dann werden wir noch den Raketenwerfer entwickeln, genau. Rauchgranaten, Fox Handgranaten, aktive Attrappe. Dann die nicht aktive Attrappe. Wir haben jetzt noch 900.000. Ja, den Rest heben wir uns auf. So. Gut, das war es eigentlich schon wieder mit dieser Mission. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, das war eine recht kurze Mission. Die ginge wahrscheinlich auch noch viel, viel länger, wenn man es nicht so durchrusht, wie ich das gerade gemacht habe. Aber irgendwie habe ich Angst gehabt, dass die Agenten erschossen werden und deswegen habe ich voller keinen Stoff gegeben. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ja der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Kommentare sind natürlich ebenfalls immer wieder gerne gesehen. Kann natürlich auch gerne konstruktive Kritik sein. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!